Guten Tag Leute, hier spricht wieder euer Peter Gim. Und Leute, wir spielen weiter unser Pascal Panzer Kraus und machen weiter mit Simulieren noch ein bisschen. Oh Mann, so. Aber jetzt machen wir mal wieder ein bisschen. Hans, das tun wir jetzt mal. Will ich versuchen, noch ein bisschen höher zu kommen. Zeig mir mal, wie gut deine Punches und deine Ellbogen sind. Lande eine bestimmte Anzahl Handtreffer innerhalb des Zeitlimits in einem bestimmten Bereich des Sandsacks. Achte bei jedem Treffer auf die Trefferzone. So wird das nichts. Achte auf die Trefferzone. So, so gefällt mir das. Schöner Treffer. Genau so will ich das sehen. Weiter so. Noch 5 Sekunden. Oh man, oh, 400 hätten wir es gebraucht. Oh man, das ist halt nervig ein bisschen, aber wir müssen weiter trainieren, weiter trainieren. Und jetzt kämpfen wir weiter. Und nächster Kampf, Leute. Mal gucken, welchen Rang wir jetzt bald sind in Kampfkarten. Wow, wir sind schon im dritten Kampf. Sind schon im dritten Kampf. Nicht schlecht, Herr Specht. Ist echt gut gemacht, dritter Kampf. Im dritten Kampf. Und jetzt wollen wir natürlich unser Knockout mit unserem Pascal Panzer Krause packen. Als nächstes sehen wir einen Kampf im Weltergewicht. Weil wir sind noch nicht so, dass wir gegen die ganz großen kämpfen können, aber mit unserem Stil, wie wir jetzt sind, haben wir eine Chance, weit zu kommen, hoffen wir mal. The Apex ist bereit, den Zuschauern hier eine tolle Show zu bieten. Er ist ringerisch sicher. Oh nein, das Kampf wird schwer, da sind 6 Siege in Folge. Da wird unserem Panzer, Leute, Probleme kriegen. Aber wir wissen, was unser Pascal Panzer Krause kann. Jeder weiß, er ist gefürchtet für seine Knockouts. Pascal Kraus ist heute richtig gut drauf und will es wissen. Also, zu dem passt das Wort Allrounder nun wirklich wie die Faust aufs Auge. Hey, wir sind doch nur Boxer und nicht wir sind Boxer nur, wir sind reine Boxer nur. Mit welchen Voraussetzungen in diesen Weltergewichtskampf geht? Pascal Kraus. Wir sind reine Boxer. Oh ja, weiß niemand. Der heutige Kampf ist auf 3 Runden A5 Minuten angesetzt. Er weiß, wie man. Er zieht den Haken zum Kopf. Ja, der Inside-Lecke kommt an. Da ist wieder der Haken. Gutes Timing. Oh. Treffer mit dem Haken. Er weicht aus. Okay, für einen UFC-Fall kämpfen wir halt sehr einfallsreich. Sehr. Nur wir boxen ja nur. Bringt die linke, aber ohne Erfolg. Er trifft mit der rechten. Ja, der Haken. Toller Kopftreffer. Toller Kopftreffer mit der Gerade. Schöne Kombination zum Kopf. Und da ist der Double Leg Takedown. Vorsicht. Jetzt kommen beide wieder hoch. Da ist der Leg Kick. Der Haken, da ist der Treffer. Und sein rechtes Auge spielt zu. Alter, dass er so ein Ringer fahren soll von Griechisch-Römer. Box da viel mit uns mit. Kniestoß zum Körper, schön. Gutes Timing. Guter Kopftreffer mit diesem Haken. Oh, starker Inside-Leg-Kick.
Er arbeitet zum Kopf. Schöne Kombination. Boxdown, Box. Es ist ein reines Boxkampfball schon. Exzellente Punches hier. Schöner Haken. Und wieder ein Haken. Ja. Ah, Mann, wir haben die Reichweite noch nicht so raus. Bisschen. Er verpasst ihm eine gerade zum Kopf. Er geht auf den Körper. Schöne Garde. Volle Punches jetzt hier. Ein klarer Wirkungstreffer. Ah, schöne Garde. Und jetzt wieder Backside und dann Top Mount. Und dann gucken wir mal. Wasseraushalt auf dem Boden. Schöne Konteraktion. Er schafft es in die Vollmacht. Ja, starke Linke. Er deckt ihn mit Angriff. Nein. Alter Leute, wir gewinnen schon wieder. Was geht denn da ab, Leute, mit dem... Und der Fight ist zu Ende. Diesen Sieg hat er sich durch seine Aggressivität... Alter, wir haben ihn auseinandergenommen. Auseinandergenommen. Und da war klar, dass sich der Ringrichter das wir nicht nehmen ihn auseinander. Schauen wir uns die Wiederholung an. Nicht schlecht, Herr Specht, mit Pascal Panzer Krause. Echt nicht normal, Leute. Was Pascal Krause für Punches hat. Jetzt hören wir Bruce Buffer mit der offiziellen Entscheidung. Ladies and gentlemen, Referee Mario Yamasaki has called a stop to this contest at 4 minutes, 20 seconds of the very first round. Wir müssen auch so kämpfen. Ach jetzt, das mal jetzt so zu sagen. Wir müssen auch gucken, wie, weil Boxer gehört immer in jedem kämpfen. Das ist das Problem. Aber jetzt können wir langsam erst auch gegen andere kämpfen, finde ich, Leute. Aber ich hab's nicht verstanden, was das letzte. Man kann noch einmal die Ding hochpushen. Dass man noch länger bleibt. Aber das habe ich bis jetzt nicht so geschafft. Wir haben ja mit der Slayerin Hermas ja zum Titelmatch gepackt. Und dann haben wir halt sie mal ausgeschieden sozusagen, Leute. Aber mal gucken, ob wie weit man mit ihm hinkommen. Zurzeit mit dem griechisch-römischen Hammer ist zurzeit sau viel Glück immer gehabt, finde ich, Leute. Und dann machen wir einfach mit denen wieder weiter und gucken einfach, was wir hinkriegen. Und pushen uns einfach die Punches so weit hoch. Das mache ich, man muss so abrußen, dass er es so richtig. Und dann schauen wir einfach, was uns bringt. Oh, rechte Handstärke. Ups, das ist nicht so gut. Das ist echt nicht gut, aber. Oh, Hand, Bein haben wir verloren, Mann. Oh man, nicht so gut. Und Bein, die rechte Handstärke. Das ist schlimmer, wenn das man die hält, dass man die weghält. Die Bein und das andere, das können wir verkraften, Leute. Aber das Bein können wir echt nicht verkraften, Leute, leider. Leider ist mit dem Bein und mit den anderen können wir verkraften, aber dass wir den Bein, die Hand haben, die ist das Problem.
mit einem Fight im Weltergewicht. Oh Mann, jetzt sind wir ziemlich nah dran. Wir wissen, wir haben gute Chancen, wir können gewinnen, aber wir müssen weiter draufhauen. Pascal Kross, jetzt kommt er zu uns in die Arena. Also, zu dem passt das Wort Allrounder nun wirklich wie die Faust aufs Auge. Das ist Mixed Martial Arts par excellence. Ich könnte da jetzt gar keine Herausforderung. Aber dass wir noch unbesiegt sind, das ist nicht schlecht. Unbesiegt zu sein ist ein schönes Gefühl. Hey, du hast mal fast nach der Musik, das ist so ein Mexikaner, Kubaner. Aber dass er ein Amerikaner ist, okay. Die Musik passt nicht so. So, wir haben die griechisch-römisch. Gegen die haben wir gute Chance zu gewinnen. Oh Mann, das wird problematisch. Nein. Der ist sehr klein. The Giant Pascal Kross. So, los geht's. Er setzt hier kaum seine Rechte ein. Vielleicht hat er sich da im Training verletzt. Exzellente Punches hier. Oh, der Kick landet am Kopf. Oh, schön ausgewichen. Er zieht den Haken zum Kopf. Ui. Schöner Inside Leg Kick. Ja, sehr schöne Kombination. Alle Mann machen. Das sind richtig gute Treffer. Da kam der Haken. Schöner Kopftreffer. So, wieder aufstehen. Hier ist der rechte Punch, aber gescheitert. Ja, sie stehen beide wieder auf. Treffer mit diesem Punch. Der Haken landet am Kopf. Alles Problem mit Muss. Oh, und noch ein Haken. Und ein Kick zum Ball. Starker Haken. Guter Jab. Und wieder ein Haken. Kraus bewegt sich links herum. Das Problem ist, er ist kleiner wie. Sehr gut mit seinen Punches. Guter Kopftreffer mit diesem The Giant, Alter, was für ein Name. The Giant hat eine Schwellung am rechten Auge. Die Chime. Schöne Aktionen auf beiden Seiten. Der linke Haken verfehlt. Das ist das große Problem, was man. Ja, schöner Haken zum Kopf. Das ist das große Problem. Und da zieht er den Single Leg Takedown durch. Ja, Backside, Backside, dann haben oh, jetzt sind wir aber schon ein bisschen angeschlagen. Ja, wir sehen hier so gut wie keine Aktionen im Bodenkampf. Ja, da zeigen beide viel zu wenig. Das wird sich der Ringrichter nicht mehr lange ansehen. Starker Übergang in die Pulver. So, Leute, wieder gewonnen. Ja, schöner Treffer mit der Rechten. Er versucht den Kampf zu beenden. Und zum ersten Mal sind wir stark verletzt, Leute. In diesem Kampf haben wir gesehen, dass ein Kämpfer nicht K.O. gehen muss, um absolut chancenlos zu sein. Er konnte sich hier nicht mehr verteidigen. Aber man, ich glaube, man hat als Boxer fast Vorteile. Am Anfang dachte ich, man hat Nachteile, und im Boxer ist man Vorteile. Echt abnormal, dass man als Boxer so Vorteile hat. Im Knockouten. Aber da sieht man, was man guter Kämpfer beibringen. Als deutscher Boxer, Alter. Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Ladies and gentlemen, referee Eve Leving has called a stop to this contest at 3 minutes 50 seconds of the very first round. Declaring the winner by TKO. Alter, und wir holen uns das nächsten Sieg, Leute, durch TKO. Meine, was für eine Serie. Wir kriegen hier ein Siegeserie auf die Next. Wir holen uns weiter Siege. Wir kämpfen 7 Siege in Folge schon, Leute.
Das ist echt heftig. Was war auch gleich unser Rekord? Ja, ich war mit 10 Siegen am Start, glaube ich, irgendwie. War, glaube ich, so irgendwie mit 10 Siegen in Folge oder so, war unser Rekord irgendwie. Aber ich glaube, Leute, wir machen jetzt die Punches weiter. Mit dem Panzer kriegen können wir wahrscheinlich gut, ob man Boden und Ding gegen die Großen dann eine Chance haben, nicht. Aber wir müssen das jetzt ausnutzen, wir müssen unsere Boxenfähigkeit ausbauen, Leute, noch mehr ausbauen, wie wir eh schon ausbauen. Oh ne, jetzt sind wir die Fighting Challenge dabei, oh man, die hasse ich manchmal. Die Fighting Challenges sind manchmal nervig, aber ach, vorher noch nicht schlecht. Okay, oh Mann. Der Schaf ist im Mission, bin ich eh. Ich bin kein Submissioner, finde ich. Wir machen unsere Punches noch brutaler, noch härter. Und dann holen wir uns einfach die Chance. Und wieder zugewinnen haben dann. Wir kriegen so viel zugewinnen. Die Beine machen wir auch ein bisschen. So dass man den Stand. Wir machen fast nur im Stand drin. Wir machen ziemlich viel Stand. Stand drin. Und die Verteidigung müssen wir auch noch hoch pushen. Dann, dass wir uns immer schneller bewegen. Und los geht's, Leute. Kämpfen wir das nächste Kampf. Ob ich die Challenge, Fight Challenge. Man, ich habe bis jetzt noch keinen Fight Challenge so richtig gewinnen. Aber ist ja nicht schlimm. Wenn wir gewinnen, das ist das Wichtige. Wir müssen gewinnen, Leute. Wir müssen gewinnen und das ist wichtig, ob man jetzt mehr Zuschauer gewinnen, wenn wir die Standdinger gewinnen. Aber ich sag Leute, mehr gewinnen ist effektiver, finde ich. Der Kampf wird heftig, denke ich mir. Aber da haben wir eine Chance zu gewinnen. Mal gucken, wie lange wir noch unbesiegt bleiben. Pascal Kraus kommt da jetzt aus dem Tunnel und will den Fans heute ein wahres Feuerwerk bieten. Das ist jetzt wichtig. Wie lange wir noch und besiegt bleibt man. Ich werde vermutlich irgendwann besiegt, Leute. Und meistens immer, wenn wir die Challenge machen müssen. Da habe ich das letzte Acht verloren. Mann. Man nennt ihn The Chosen One, den Auserwählten, den Tyrant Woodley. Ja. Und er gehört ja auch wirklich zu den Besten in seiner Gewichtsklasse. Oh, ist ein College-Ringer in der Division 1. Explosiv. Das ist schwer. Explosive. Und ist älter. Aber gleiche Reichweite, Leute. Tyrant Woodley. Pascal Kraus. Und es kann losgehen. Für diesen Kampf sind drei Runden nach 5 Minuten. Oh Mann, der weiß, wie man boxen. Erfolgloser Versuch mit dem linken Haken. Körpertreffer mit dem Haken. Guck Leute, das ist so. Ach, die linke sitzt. Er zieht den Haken zum Kopf. Ja, immer echt nicht viel gesehen. Also bisher haben wir in diesem Kampf noch nicht viel zu sehen bekommen. Backside. Was für ein Suplex.
Dropmount. Hm. Steh mal auf, Leute. Oh ja, ein toller Sieg. Beide stehen wieder. Linker Haken, aber dann oh, gegen ihn wird's spitze. Richtig zur Sache. Die gerade zum Körper. Ah, der Haken sitzt. Oh Mann. Ja. Ja, war aber fast klar, dass man den. Der hat uns so ausgenockt, Leute. Das war, oh, schade, richtig schade. Das war wirklich eine gewaltige Linke, mit der er diesen Kampf für sich entschieden hat. Da wollte er den K.O. und er hat ihn sich geholt. Das war ein Wirkungstreffer von. So ein Wirkungstreffer ist schon hardcore, aber wir haben halt zum ersten Mal verloren und jetzt müssen wir halt wieder zurückkommen, Leute. Und das ist schwerste, aber auch schwer. Und jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen Ergebnis. Ladies and gentlemen, Referee Mario Amasaki is called to stop in this contest at 2 minutes, 13 seconds of the very first round. So Leute, jetzt haben wir unsere erste Niederlage. Leider, aber er war echt stärker mit den Punches, finde ich. 15 zu 6, das war gut. Man kann nicht immer gewinnen, Leute. Aber schade, ist halt so passiert. Wir müssen halt wieder von vorne anfangen, oder? Und wieder aufbauen. Das ist halt, das hätte ich eh nie geschafft, Leute. Weil ich so ein Submissioner bin, ich nicht so, ich mag Submission. Ich finde eigentlich am besten einfach eine Ausboxen, ausnocken mit Kicks oder mit Punches. Das ist mein Spielstil, Leute. Aber Leute, ich denke, somit sagt euer Peter Gaming wieder. Tschüss, bis dann und PG, bis demnächst.